Zwischen Barcelona und Berlin passt immer noch ein Feiertagsmagazin. Und da wird heute fleißig geplaudert und ganz viel gratuliert. Von Jubilar zu Geburtstagskind und umgekehrt. Am vergangenen Wochenende wurde er wiedergewählt für 3 Jahre. Heute ist er bei mir zu Gast und da freue ich mich ganz besonders drüber. Unser Präsident Dr. Reinhard Raubert. Reinhard, schön, dass du zu mir gekommen bist, zu uns gekommen bist. Und die erste Frage, wir wollen uns natürlich mit einigen Dingen beschäftigen. Ein Wort zur Mannschaft, wie nimmst du sie im Moment wahr? Ja, das ist ja ganz schwer zu beurteilen. Also wenn man es von den Ergebnissen her sieht, muss man einen sehr schlechten Eindruck haben, weil Bayern München 0-4 und Paderborn 3-3 und auch gestern 1-3 sind ja keine Mutmacher im eigentlichen Sinne. Aber ich war jetzt ja auch die 3 Tage mit dabei in Barcelona und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass sich da etwas stabilisiert hat. Vielleicht braucht das noch ein bisschen, um nach vorne zu kommen, am nächsten Samstag vielleicht. Wobei man muss einfach sagen, aber Messi hatte auch den absoluten Sahnetag. Ich habe ja, aber in Paderborn gibt es keinen Messi und bei allem, was recht ist, aber die Bayern haben auch keinen Messi, allerdings einen Lewandowski. Ach, Nobby, was ich noch sagen will, man hat mich gebeten, 159.000 Borussen, du siehst da die Torte, ich soll sie dir ins Gesicht schmeißen, habe ich natürlich abgelehnt. Ach, wie schön. Abgelehnt. Oh, das ist aber... So, die vielen, möchte vielen ich dir Dank. Jetzt mal geben. Oh, das kann ich muss sogar ich aus, muss ich auspusten? Ja, was denn sonst? Wer hat die denn gebacken, ey? Das ist toll. Steht dir zu, hast du dir verdient. Alles Gute im Namen von Borussia Dortmund. Das ist aber nett. Schönes vielen Leben, Dank, mein lieber Präsident. Darf ich das jetzt zurückgeben? Wer hat sie gebacken? Okay. Setzen wir uns wieder hin. Hier kam jetzt überraschend. Ich wusste wirklich nichts davon. Sehr, sehr schön. Ja, aber das, so. Das ist das Schöne. Das Schlimme ist, ich bin schon wieder ein Jahr älter. So ein Mist. Naja. Ich kann ja aus Erfahrung sagen, es bleibt alles beim Gleichen. Es wird sich nichts ändern. Ne? Unser Präsident hat ein Ergebnis erzielt, von dem jeder Politiker natürlich nur so träumt. 99,82%. Und wenn ich den erwische, der da hier für hinterm Komma gesorgt hat, der kriegt auch noch Ärger mit mir. Wir wollen ihm natürlich auch gebührende Anerkennung zuteilkommen lassen und das schauen wir uns jetzt mal an. 40 Jahre Vereinsmitgliedschaft, davon 21 Jahre als Präsident. Liebe Mitglieder, meine sehr geehrten Damen und Herren. Dr. Reinhard Raubal, ein Leben im Dienste von Borussia Dortmund. Mit allen Höhen und Tiefen. Und unzähligen Stunden Einsatz. Am vergangenen Wochenende die Wiederwahl mit überwältigender Mehrheit. Herzlich willkommen, sehr gerne. Danke. Es ist die 8. Amtszeit des Gentleman. Aber doch bestimmt noch nicht die letzte, oder? Ja, das nehme ich jetzt einfach mal so auf. Wir sind ja beim BVB 09. Dann gibt es ja vielleicht noch die 09. Amtszeit. Ja, du bist ja schon fast so wie die Journalisten, die über die Bundesliga schreiben. Ich habe mir das so angewöhnt, dass ich bei einer solchen Sache, wie gewählt zu werden für die Dauer von, nicht über das Ende nachdenke, sondern über den Anfang. Und zwar, wie ich anfange zu arbeiten und was ich tue und was ich machen muss und was ich als erstes in Griff nehmen muss. Und ich fange nicht an, irgendwelche Dinge, die nur für Journalisten sind. Kein anderer interessiert sich dafür. Das Wort Zahlenspiel mit 09 ist doch schön, oder? 09 ist jedenfalls schön, ja. Sehr schön. Lass uns mal ein klein wenig zurückschauen. 1979, deine erste Amtszeit, da warst du sogar jünger als der eine oder andere Spieler. Und wie bist du damals an die Aufgaben rangegangen? Ja, das war ein ziemliches Chaos damals im Jahr 1979, eigentlich schon Ende 78. Der Präsident trat zurück, dann trat er vom Rücktritt zurück und trat dann aber auch wieder zurück vom Rücktritt. Und es gab dann 2 turbulente Mitgliederversammlungen und ich bin angesprochen worden vom Wirtschaftsrat damals. Und
habe den entscheidenden Fehler gemacht. Ich bin gefragt worden und dann habe ich gesagt, nee, das kommt für mich nicht in Frage, aber wenn er gar keinen findet, könnte er nochmal vorbeikommen. Der letzte Satz war es, Rainer. Der letzte Satz war es. Den habe ich mir auch so feste gemerkt, den habe ich auch nie wieder gesagt und werde ich auch nie wieder sagen. Aber jedenfalls ist er nach Hause gegangen, lag sich mit seinen Kollegen im Arm und sagte, wir haben ihn, der weiß es nur noch nicht. Zu der Zeit damals hast du sicherlich nicht daran gedacht, dass du den Verein so lange führen wirst, wie es jetzt am Ende geworden ist. Oder? Drei Jahre. Drei Jahre und dann war ja wieder eine kleine? Ja, da habe ich auch programmgemäß, wie angekündigt, habe ich gesagt, jetzt macht's ein anderer. Aber dann, das hat nicht so lange gedauert. Ja, das war schwierig. Und 1984 war der Verein wieder in einer ruinösen Situation. Und 1986 hast du eine glänzende Entscheidung getroffen. Hast du recht. Du meinst, als ich den Frank Mill verpflichtet habe. Genau. Du bist ja nicht nur für die Fußballer da, sondern du bist ja für alle Sportarten verantwortlich im Verein, e.V. Ja. Und da wird dich diese Botschaft, die wir uns jetzt gemeinsam anschauen, sicherlich besonders freuen. Hallo Herr Dr. Rauwald, herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wiederwahl und wir freuen uns, Sie am 29.12. im Spitzenspiel gegen die SG BBM Bietigheim hier begrüßen zu dürfen und vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Bis dann! Ach, schön, oder? Ja, klar. Du gehst oft hin, ne? Ja, wenn es eben geht. Manchmal ist es dummerweise so, dass die am gleichen Samstag spielen, wenn wir auch Spiel mit der Bundesliga-Mannschaft Fußball haben. Die sind ungeschlagener Tabellenführer und Trainer André Fuhr, der macht die Sache toll, Andreas Heiermann und Bartels. Also die sind top und stabil aufgestellt. Und dass die Mädels, dass wir die Botschaft empfangen konnten, das ist jetzt alles nicht selbstverständlich. Es gab mal eine Situation, da ging es darum, geht es überhaupt weiter mit den Mädels, ne? Ja, das war 2005, ja, der Gläubiger Ausschuss. Katastrophenjahr. Ja, genau. Der verlangte, dass sämtliche Abteilungen und Kostenträger eliminiert werden. Klar, wenn du 122 Millionen Euro Verbindlichkeiten hast und die nicht sehen, wann und wie das überhaupt zurückgeführt werden kann, dann sagen die natürlich, dann, also eine solche Abteilung, die Geld kostet, keine Frage, die auch noch obendrauf, also sollte die dann ja, eliminiert werden, habe dann aber gesagt, das geht nicht, denn die können nicht darunter leiden, dass andere so viel Verbindlichkeiten angehäuft haben und habe die dann in den e.V. reingezogen, also unser Vorstand Reinhold Luno und Gerd Pieper. Und wir haben dann mit Sponsoren, die wir gesammelt, mal ja, klassisch, ne? Ja, im Klingelbeutel rumgegangen im Prinzip, aber die haben dann ordentlich, für drei Jahre haben die einen Fundus gelegt, wo ich gesagt habe, den brauchen wir auch und bis dahin stellen wir dann die Finanzierung der Handballabteilung und auch der Tischtennisabteilung auf solide Beine, dass das dann weiter vorwärts gehen kann. So schön, dass das auch weitergegangen ist. Ja, und das nicht im Zuge der wirklich schwierigen Zeit oder Phase, die beiden Abteilungen hätten beendet werden müssen. Sonst hätte ich vier Freundinnen weniger. Das stimmt. Und jetzt leben sie dich. Ist da wären sicherlich Gefühl. Normalerweise noch mehr gewesen, aber im Moment ist ja gerade die kriegt mir nicht alle aufs Bild. Nee, ist ja die Weltmeisterschaft in Japan und ich glaube, es sind 13 Spielerinnen von uns, einschließlich der Nationalspielerinnen, die in anderen Ländern spielen. Also Japan haben wir beispielsweise auch dabei und Holland sind drei dabei. Und also das sind schon ein paar mehr. Du hast in deiner Amtszeit bei Borussia Dortmund viele, viele wichtige Entscheidungen treffen müssen. Nicht nur, dass die Handballabteilung erhalten bleibt. In den 21 Jahren, gibt es da eine, die dir vielleicht noch so im Kopf ist, wo du sagst, oh, Reinhard, klasse. Das hast du gut gemacht, das hast du gut entschieden. Ich würde sagen, das Wichtigste war, 2005 jemanden zu finden, der in der Lage war, die Verantwortung zu übernehmen als Vorsitzender der Geschäftsführung. Und da hat Gott sei Dank der Hans-Joachim Watzke gesagt, ja, und dann würde ich sagen, das war, glaube ich, von der Strategie her und von der Überlebensphilosophie her, war das, glaube ich, das Wichtigste.
Gab es auch irgendwas, wo du sagst, ich weiß ja, dass du auch sehr gerne lachst. Gab es auch irgendwas, wo du dich dran erinnerst und sagst, du, ach nee, boah, da ist was schiefgelaufen oder ich habe mich kaputt gelacht oder? Ja, was schiefgelaufen, da fällt mir auf Anhieb ein. Wir haben die deutsche Meisterschaft errungen hier im Stadion. Die Schale, die durfte ich ja dann auch übergeben, auch endlich mal wieder in Dortmund die Schale übergeben und nicht immer in München. Und das ist ja so üblich, dass die Burschen, die haben ja dann nichts Besseres zu tun, als sich Krüge voller Bier zu besorgen und die dem Nächstbesten, der nicht wegkommt, in den Nacken zu kitten. Ah ja, jetzt warst du natürlich auch auf dem Platz. Ja, und ich war natürlich immer einer, der mit Anzug und Krawatte da rumrannte. Da haben die gesagt, einmal wollen wir aber auch mal sagen, das machen wir mal. Und ich bin dann hier schon so rumgelaufen mit anderthalb Pupillen, guckend, leck. Und mit einem, mit dem ich geredet habe, also eine halbe Pupille und so weiter. Und dann sehe ich da hinten den Tele Santana und noch so einen hat er da. Das war noch ein Brasilianer, ich weiß im Moment noch nicht mehr, wer das war. Wie die da. Da dachte ich, das. Das kann nicht gut gehen. Und als er dann so ausholte, bin ich 3 Meter zur Seite gesprungen. Aha. Aber mein Sprung zur Seite. Legendär. Ja, legendär, weil die Adduktoren gerissen waren. Nein. Ja, ja. Ja, in der kommenden Ausgabe des Borussia-Magazins haben wir uns natürlich auch mit unserem Präsidenten beschäftigt und er wird dort auch gefeiert, so wie es ihm zusteht. Und für eine Fotosession ging es ins Studio und wir waren natürlich auch mit der Kamera dabei. Ihr könnt euch nächste Woche auf das Magazin freuen und außerdem sind natürlich jede Menge interessanter Geschichten im neuen Heft der Borussia. Du hattest viele schöne alte Bilder mit bei dem Shooting dabei. Auf einem bist du im Zweikampf zu sehen mit dem leider verstorbenen Manni Burgsmüller. Das wurde damals bei deinem Amtsantritt geknipst. Erzähl doch mal bitte, wie es zu der Partie gekommen ist. Ja, das war so eine Art Ablösespiel. Ich war bei Eintracht Dortmund im Präsidium, als ich dann den einen Fehler gemacht habe und gesagt habe, könnte er ja noch mal wiederkommen, wenn er noch keinen mehr gefunden hat. So, und als das dann formalisiert wurde und ich dann Präsident war, dann haben die bei Eintracht natürlich gesagt, ja, aber so einfach geht das auch nicht, sind so die Erfinder des Ablösespiels. Die gab es ja sonst damals noch nicht. Und dann war unser erstes Spiel unter Udo Lattek, haben wir dann drüben bei Eintracht gespielt, gegen Borussia. Und mein Trainer, der fragte, gegen wen willst du denn spielen? Habe ich gesagt, ich spiele gegen den Besten. Manni, ja, klar. Und, wobei du doch der klassische Libero warst, oder? Ich habe im Defensiv, ich würde auch sagen, eine Mischung zwischen 6 und 8. Okay. Zwischen Witzel und Zorc, so dazwischen. Na, sowas, ja, genau. Und die Laptop-Trainer würden sagen, eine vertikal abknickende 8. Ja, gut, aber wir meinen so ein bisschen defensiver. Ein bisschen mehr. Ja, ja, genau. Sehr schön. Ja, wir haben verloren, ziemlich hoch, glaube ich. Und Manni machte natürlich auch so seine, ich habe jetzt mal so in Erinnerung, 5 Tore, die gebe ich also zu. Könnten vielleicht auch 6 sein, ich weiß nicht mehr genau. Aber man sieht ja an dem Foto, die von der Muskulatur meiner Oberschenkel und seiner Spinne. War unterschiedlich? Naja, das konnte man doch sehen. Und ja, das hat Spaß gemacht. Und hat so eine hohe Einnahme für Eintracht ergeben damals. Dass sie dich haben gehen lassen? Aus dem Spiel heraus, ja klar. Ja. War ursächlich, klar. Und das hat dann alle zufriedengestellt, ja. Sehr schön. Du spielst immer noch Fußball. Ja. Was ist das für eine Truppe? Ja, die heißt die Gildenliga hier in Dortmund. Das ist eine Altherrenmannschaft, die bei Eintracht
Dortmund spiele. Das ist ja der Verein, in dem ich seit 1960 aktiv bin. Und das sind ehemalige Borussen auch oder ehemalige Sportler. Der Hopi Kohat war da, der Charlie Schütz, der Chico Mus, der Eishockey-Legende und dann der Uli Pina. Als Tennisspieler. Ist ja ein Weltklasse-Tennisspieler gewesen damals. Und ja, und dann welche, die erstens sich ein bisschen bewegen wollten und konnten und zweitens die Spaß an der dritten Halbzeit hatten. Die gibt es aber schon ewig, ne? Ja, ja. Seit, ich würde mal sagen, seit 1970 sowas. Tennis spielst du auch noch. Du spielst mit auch mit BVB Urgestein, öfter mal Tennis mit Lothar Huber. Wer hat da die Nase vorn? Huberle, ja. Wir spielen Gott sei Dank in derselben Mannschaft. Dadurch brauche ich nicht gegen ihn zu spielen. Okay. Aber wenn ich mal gegen ihn spiele, dann ist er deutlich besser als ich. Ja, ist gut. Ja, Lothar ist gut. Er macht da auch was dran und nimmt auch Trainerstunden. Und also ist schon gut. Aber wir haben ja auch den DD. Wenn der aus Brasilien hierher kommt, dann spielt der bei uns auf der Anlage hier beim TC Flora, spielt der dann auch immer gerne. Und vor kurzem ist er mal im Interview gefragt worden, und wie geht das aus? Dann sagt er, ja, er ist ja Präsident. Wollte er so ein bisschen sagen, den habe ich gewinnen lassen. Nein, nein, er hat schön Sänge gekriegt, der Bursche. Und wehe, der kommt das nächste Mal wieder. Also ist der D inzwischen auch in Dortmund verwurzelt. Ja, wie schön, ja, feiner Kerl, ganz feiner Kerl. Ja, aber du kommst nicht drum rum. Es geht jetzt noch einmal richtig zur Sache. Zweikampf, Nobby gegen Reinhardt. Ohne Grätschen. Das ist doch DT. Ja, du machst es mir ja leicht. Ich zähle runter. 3, 2, 1 und dann hoch, damit ich nicht sehe, was du machst. Ja, dann nehme ich mal das Gegenteil. Drin der Fisch. Smolarek. So eine Szene zu nehmen, ey, das ist. Ja, du musst. Wenn du Instinkt hast, dann weißt du, wie es so weitergeht. Nicht direkt hochhalten, warte, ich zähle runter. Also. Nächste Szene. Oh, wer war das denn? 3, 2, 1. Ach, jetzt 2-0, das ist doch scheiße. Müssen wir weiterspielen? Ja, jedes Mal, nee. Müssen wir noch weiterspielen, Präsident. Ich finde das nicht witzig. Okay, jetzt kommt die dritte. Adri, komm! Ja. 3, 2, 1. Adri, komm! Adri, komm! Das war übrigens das letzte Mal, dass du eingeladen worden bist. Dann bringe ich auch keinen Kuchen mehr mit. Kannst du überlegen. Du darfst doch wiederkommen. 3-0 für den Präsident. So, wir schauen jetzt mal auf den Zwischenstand. Es ist nur ein Zwischenstand. Ein Moment, ein kleiner Moment. Ich stehe hinten, bin hinten. 18-21. Ja, das Bild von Rafael Guerrero und mir, das gibt es in ein paar Tagen bei uns im Internet zu ersteigern. Das ganze Geld geht natürlich wieder zu unserer Stiftung. Auch wir beide haben ein Bild gemacht. Das gibt es allerdings erst nächste Woche zu ersteigern. Ein Bild mit dem Präsidenten. Unbezahlbar. Ja, jetzt schauen wir ein bisschen nach vorne, Reinhardt. Es geht nach Berlin am Wochenende zu Hertha BSC. Und die haben einen neuen Trainer verpflichtet. Eine unkonventionelle Lösung. Jürgen Klinsmann, was sagst du dazu? Ja, ich freue mich, dass er wieder nach Deutschland kommt und sich auch im deutschen Fußball
dann eben auch engagiert hat. Also nicht nur immer mal analytisch im Sender zu sehen zu sein, sondern eben dann auch die Entscheidung dann auf dem Platz zu treffen und nicht hinterher in der Diskussionsrunde. Respekt, so wie er das angegangen ist. Und er hat ja auch eine sehr, sehr sachkundige, ein sehr sachkundiges Team mit Andi Köpke dabei. Und ich glaube, wir müssen aufpassen, weil ich würde sagen, welche Auswirkungen hat das? Ich meine, die Jungs oder die Hertha hat ja in den letzten Wochen jetzt nicht ganz so erfolgreich gespielt. Ja. Jetzt kommt der Trainerwechsel. Das ist dann immer eine schwierige Situation. Das ist so, kann keiner so recht begründen, aber dann geht so ein Ruck durch die Mannschaft, wie eine Mannschaft das dann braucht, wenn sie einen Trainer gewechselt hat. Und wir müssen da aufpassen. Es ist nicht das erste Mal, dass wir gegen eine Mannschaft spielen müssen, die den Trainer vorher gewechselt hat. Also wir wissen, auf was wir da uns einlassen müssen. Und trotzdem glaube ich, das hört sich nicht so gut an bei 1:3, dass man sagte, innerhalb der Mannschaft ist doch irgendwo ein Zusammengehörigkeitsgefühl spürbar, dass die wollen und dass auch wissen, worum es geht und dass sie Verantwortung haben und dass sie die meiste Verantwortung haben, die Mannschaft. Und ich gehe davon aus, dass sie das auch zeigen will. Wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es ein Dreier gibt für unsere Mannschaft. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Ich bedanke mich bei meinem Präsident, dass er zu mir gekommen ist. Gerne. Und ich hoffe natürlich, dass ihr nächste Woche einen gut gelaunten Nobby hier auf der Couch sehen werdet. Dann haben wir nämlich gewonnen. Das war's vom Feiertagsmagazin. Tschüss, macht's gut. Bis dahin, der Nobby und der Präsident.